Lewandowski in die Mitte. Matze. Es gibt den ersten Eckball der Partie. Serge Gnabry. Viel Zug. Da ist das. Visiert da die kurze Ecke an und schiebt auf Ski. Da wird es ganz eng, aber er tankt sich da irgendwie durch. Und dann der Ball in die Mitte. Renato Sanchez. Und nicht im Aus. Auf Lewandowski. In die Mitte. Und da ist gleich das da vor der Saison gesichert haben. Und Lewandowski. Und Lewandowski. Dann guckt er nochmal und dann mitten. Er spielt auch ein bisschen Ehrfurcht mit. Da ist ja cool, er probiert. Beim FC Rotterdam. Und in ihrer Freizeit. Schön durchgesteckt. Robert Lewandowski und den lupft er rein. Das ist eine Bewegung. Da hat er den Konter auf Robert Lewandowski. Schafft er den Hattrick? Lewandowski. Aber diesmal probiert das mit. So, auf Lewandowski. Das ist One-Touch-Football. Ich vermute eher, dass es ein Thiago. Jetzt tasten sie sich immer näher ran. Renato Sanchez. Und spielen, aber da war keiner mehr. Da musste Renato Sanchez dann auch schießen. Und dann gegen den FC Bayern München. Serge Gnabry. Ja, und gut gehalten. Und Levi. Auf Serge Gnabry. Und Gnabry, ja, der will es wissen. Schön durchgesteckt, Gnabry in die Mitte und Lewandowski geht da durch, wird nicht angegriffen. Lewandowski, das Tor leer und das halbe Dutzend ist voll. Lewandowski, keiner kann ihn da halten. Da probieren sie es, wäre eigentlich völlig frei. Am eigenen 16er steckt durch auf Serge Gnabry und Gnabry, der... Diplom-Ingenieur. Und Robert Lewandowski probiert zwei. Tolisso und eingeleitet durch Lewandowski mit dem Lupfer. Tolisso macht er den Hattrick. Und da ist er. Da lassen bei einigen der Amateure hier sicherlich auch Strafraum. Und Rodgers. Lewandowski, er probiert es noch. Ja, und nicht zu lange nachspielen lassen. Flügel. Kopfballmöglichkeiten. Müller zieht da in die Mitte. Ochi Reed. Und Ochi Reed. Hier der Stadionsprecher lässt. Hier den Torhüter hochlegt, so auch beobachtet. Kimmich mit dem Freistoß und schon wieder noch einmal und dann Grafunda und dann ist es erste Minute. Jere Reed oder wie sie ihn alle nur in der Halbzeit mal 11 vorgelegt. Ja, Müller scheitert da und wieder Ochi gesetzt eher außen. Das sind alles so Fragen, die sich natürlich heute Abend demonstriert von Leon Goretzka. Und Sing, nochmal Sing und jetzt macht solche Spieler mal kennenlernt. Thomas Müller, den kennt man. Und der, ja, das war natürlich optimistisch gespielt von Goretzka. Oh, der war ein Bundesliga-Torhüter schwer getan. Ja, auch Fans, die hier am Tegernsee ihre Helden vom FC Bayern auch mal Tegernsee. Goretzka und der, das war eine Bewegung mit rechts an. Legt ab mit der Nummer 8. Zweiten ran. Das FC Bayern ist mit Kommandant Müller. Möchte nochmal treffen. Legt er ab. Und dann. Montagabend gegen Energie Cottbus. Ab. Und gut gehalten. Landabwehr. Paul Will. Und man auch als FC Bayern natürlich immer bereit hier. Goretzka auch schon mit seinem dritten Tor in der zweiten Halbzeit. Zu viel gelaufen. Ganz schön anstrengend für die Amateure.
Auch hier. Doppelter Schuss. Bon. Zu null. Sie genauso wie Lewandowski und Co. in Halbzeit 1. Und Ballführung. Müller. Wen sucht er? Oh. DFC Rotteregger mal ein bisschen öfter. Öfter fällt. Thomas Müller, den kennt man. Oh, Pavard. Und dann ein Treffer. Der genau. Parkplatz. Also da sind viele nach der Arbeit noch mal kurz vorbeigekommen. Und Singh war das mit dem Schuss noch mal. Aber wenn man ihn macht, geht sowas oft verloren. Thomas Müller und der macht. Der dritte Treffer auch